Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem zweiten, ersten Video. Ich bin Jan Simon und herzlich willkommen hier bei Galaxy Fan. Ja, ich muss noch mal ein klein wenig korrigieren, weil da ein bisschen was im Weg stand. Aber jetzt ist okay, mit Ausnahme der Deckenbeleuchtung. Ja, ich habe ja schon mal ein Video rausgebracht und mit einem Datum, und zwar vom Release des Videos eine Woche danach, aber an das Datum konnte ich mich leider nicht halten. Leider. Ich hätte zwar gerne da mein geplantes gemacht, aber leider hat das nicht so ganz hingehauen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Hatte war die richtige Vergangenheitsform. Jetzt noch Deutschunterricht. Na Gott. Ja, ich wollte einfach mal so ein Video raushauen, damit ihr einfach wisst, was in Zukunft auf meinem supergeilen Kanal rauskommen wird. Die einen oder anderen könnte sich es eventuell schon vorstellen. Und zwar bei meinem Namen, Galaxy Fan. Das lässt schon darauf hindeuten, dass ich ein Star Trekky bin. Ein Star Trekky? Man sagt eigentlich im Grunde nur Trekky. Stimmt tatsächlich auch, wie man... Ja, genau. Ich wollte hier mit dem Finger drauf zeigen auf den Screen. Super! hier, also im Spiegel kann man das besser sehen. Hier kann man das so gut sehen. Da ist ein Bild von Star Trek. Natürlich bin ich ein Trekkie. Ich bin nicht nur ein Trekkie, ich bin ein Star Trek Fan. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kombiniere meine Lieblingsschiffsklasse aus Star Trek, die Galaxy Klasse, unter anderem bekannt als die Enterprise D, und mein Status als Star Trek Fan. Ja, und dann ist Galaxy Fan rausgekommen. Ja, also was in Zukunft rauskommen wird auf meinem Kanal, sind hauptsächlich Star Trek Let's Plays. Zum Beispiel Star Trek Online, was ja sehr populär ist. Also ich spiele es auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und andere auf der ganzen Welt natürlich auch, weil das ist ein Multi-Online-Spiel. Ja, hauptsächlich Star Trek-Spiele, zum Beispiel Armada 1, wenn ich's bekomme, Starfleet Command 3, Star Trek Armada 3, was ja bei mir auch läuft, aber bei Armada 3 gibt es ja einige Varianten, wo man auch wieder wechseln kann. Ja, und aber nicht nur Star Trek-Spiele werden rauskommen, sondern auch manchmal nicht Sci-Fi-Spiele. Zum Beispiel Tank Commander. Ihr könnt es ja mal im Internet nachschauen, was das ist. Ja, und es gibt noch eine kleine Besonderheit, wenn ich das mal so anmerken darf. Und zwar, ich habe es auf YouTube schon sehr oft gesehen, also ich schaue auf YouTube sehr viele Star Trek Videos, die aber größtenteils nur auf Englisch sind. Wobei ich mir dann denke, cool, ich kann so ein bisschen was lernen. Also wegen Englisch-Deutsch-Übersetzung. Ja, aber ich hätte es dann doch wirklich sehr gerne auf Deutsch gehört. Und dafür möchte ich nicht unbedingt Netflix oder Amazon Prime dafür öffnen müssen, und das will ich auch nicht immer mit Internet verbinden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich hau mal, wenn es die Zeit erlaubt, also den Teil rauszuschneiden, werde ich stückweise, so wie es die meisten ja auch machen, Star Trek Teile, sage ich jetzt mal, raushauen auf meinem Kanal, die auf Deutsch sind.
Ja, damit sehe ich, habe mir dabei gedacht, dass da ein bisschen die Gerechtigkeit, also dass es da ein bisschen gerechter ist. Also für diejenigen, die sagen, oh, ich verstehe überhaupt kein Englisch und ich will Star Trek gucken, also Teile von Star Trek, dann ist das natürlich perfekt. Also ich habe natürlich Star Trek Teile. Ich will nicht immer nur Teile sagen, das hört sich so blöd an. Star Trek Parts würde ich das jetzt auch nicht nennen, weil das ist auf Deutsch genau dasselbe. Szenen, genau, Szenen. Ich habe auf YouTube schon Star Trek Szenen gefunden, die auf Deutsch sind, aber die Deutschen sind da wirklich in der Unterzahl im Gegenzug zu den englischen Szenen, also die auf Englisch sind. Und dementsprechend auch in der Originalsprache, weil Star Trek ist ja, kommt ja aus Amerika. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich poste, posten, das hört sich so nach Instagram an. Ja, ich hochladen, genau, hochladen kann ich sagen. Ich werde auf YouTube manchmal Star Trek-Szenen hochladen, damit das Ganze schon ein bisschen gerechter ist. Ja, das war eigentlich das Grundlegende auf meinem Kanal. Ich werde damit beginnen, Star Trek-Szenen zu schneiden und dann auch auf YouTube hochzuladen. Star Trek Online wird folgen, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wann. Also ich muss erstmal wieder OBS installieren und dann das Ganze neu drauf machen, also die ganzen Aufnahmen, denke, das ist. Ja, aber das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Wer mir da helfen kann, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich da saumäßig freuen, wenn ich da wirklich ein bisschen Starthilfe bekommen würde. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's auch schon. Schon. ja, ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen und wir sehen uns, wann auch immer, wann es auch immer eure Zeit erlaubt. Ja, bis dahin. Tschüss.